Willkommen zurück zu The Witcher Wild Hunt. Wir sind hier mit Ciri und ein paar Anderlingen an einem Lagerfeuer und die suchen dringend Pferde, denn die lagern vor Novigrad und möchten sich da aus dem Staub machen. Und dann würde ich sagen, bieten wir ihnen einfach mal an, dass wir die Pferde kaufen. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot. Aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Ich weiß nicht. Kommt mir nicht wie die beste Idee vor. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Kauf die Pferde doch einfach. Warum nicht? Mit welchem Geld? Ciri hat euch ein volles Säckel gegeben. Das reicht höchstens für eins. Wir brauchen mindestens vier. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Na gut. Lass uns nicht betteln. Na gut, ich merke schon, es läuft drauf raus, dass wir am Ende doch die Pferde stehlen müssen. Also gehen wir Pferde stehlen. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja. Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Ich glaube, dass das schwer nach hinten losgehen wird. Vielleicht ist es eine Falle oder irgendwas anderes. Egal, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Schauen wir mal, gibt's hier irgendwie... Aber hält mir eine Pause. Mal gucken hier vielleicht. Bist du der Wahnsinnige, der nach Skellige segeln wollte? Na, jawohl, das sieht gut aus hier. Na komm, Geralt. Jawohl, drin sind wir. Da unten hockt auch einer. Müssen wir mal schauen, was wir da anstellen können. Pennt der oder was? Ich glaube, der pennt. Wollen wir runterhüpfen? Ja, machen wir mal. Komm. Verschlossen. Muss einen anderen. Oh. Das wollte ich gar nicht. Komm schon. Komm näher. Na gut. Oh. Friss Dreck. So, hätten wir einen K.O. gehauen. Oh, die Pferde, was ist los? Wartet mal, So, das ist ruhig. Das ist auch ruhig. Das ist auch ruhig. Das ist auch ruhig. Oh. Auch ruhig. Wunderbar. Na komm her, du auch noch. Na, dich will ich hier. Komm. So. Haben wir eine Runde die Pferde beruhigt? Und dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach dem Schlüssel hier. Ne, hier ist auf jeden Fall schon mal kein Schlüssel. Aber der wird ja wohl kaum... Ah, da vorne. Ah, da ist der Schlüssel. Sehr schön. Schnell, rein mit euch. Ich muss die Pferde beruhigen, bevor sie die Wachen aufwecken. Habe ich doch schon gemacht. Beruhige die Pferde. Hat gern. Egger und ich machen die Tür auf.
da. Endlich. So. Wir haben es geschafft. Toll gemacht. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Naja, es war falsch. Na komm, egal. Ja, schöne Abwechslung vom Monster töten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Heute werden wir alle froh. Dann schauen wir mal auf die Map ganz kurz, wo wir hin müssen. Okay, wieder ins Rosmarino Thymian. Ich werde mal ganz kurz hier das Schwert schleifen. Und dann nehme ich den Portpunkt und port vielleicht ein Stück rein. Da gucke ich gleich nochmal, ob das Sinn macht oder nicht. Hier irgendwo muss ein Schleifstein sein. Jawohl, da vorne. Da. Sehr schön. Die Klinge ist geschärft und ich glaube, es macht keinen Sinn, sich irgendwie reinzupotten, denn... Ah doch, ein Stückchen hier rüber, das können wir machen. Dann... Ey, komm. Dann potten wir mal hier rüber, müssen wir nicht so weit laufen. Und dann geht's Richtung Rosmarin und Thymian. Ich weiß übrigens, dass das nicht mehr Rosmarin und Thymian heißt, sondern Chamäleon. Aber Rosmarin und Thymian gefällt mir einfach besser. Das habe ich irgendwie so im Kopf und von daher, auch wenn es anders heißt, bleibt es für mich das Rosmarin und Thymian. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo müssen wir hoch? Hier geht's hoch, jawohl. Triff Yennefer und okay. Noch ein Stückchen hoch, jawohl. Geralt! Was ist los? Noch nichts, aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Oh oh. Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass Sie was mit mir vorhaben. Und sie geruhen mir, ihre Pläne mitzuteilen. Wir gehen natürlich mit. An dem Gespräch kommst du wohl nicht vorbei. Ich gehe mit dir, wenn du willst. Mhm. Wenn du dabei bist, wägen sie ihre Worte sorgfältiger ab. Da wäre ich nicht sicher. Aber zwei Köpfe sind besser als einer. Bringen wir es hinter uns. Ihr wolltet mich sprechen. Ja, dich. Geralt nicht. Geralt bleibt. Oder wir gehen beide wieder. Lass ihn bleiben, Phil. Er würde irgendwann doch alles erfahren. Na schön. Solange er nicht unterbricht. Betrachtet mich als Teil des Mobiliars. Die Loge hatte einst große Pläne mit dir. Wichtige Pläne. Gewiss entsinnst du dich. Du solltest deine Studien abschließen und eine von uns werden. Leider lief es anders. Wir wollen die Loge wieder einberufen. Und wir erneuern unser Angebot. Du musst zu uns stoßen. Wie damals? Ich soll irgendein Prinzchen heiraten und eure Marionette werden? Du warst damals noch ein Kind und wir haben die Situation falsch beurteilt. Diesmal bieten wir dir eine Partnerschaft an.
Loge und Gleichberechtigung, das ist Unfug. Ein paar hielten immer die Zügel in der Hand, die anderen haben es höflich abgenickt. Eine weise und fähige Zauberin findet die Rolle, die Position, die am besten zu ihr passt. Und deine sollte die oberste sein. Du verdienst die Führung. Mach dir bitte klar, dass du zu Großen geboren wurdest. Arbeite mit uns, dann erreichst du es. Und sobald wir dich gelehrt haben, deine Kraft zu kontrollieren und zu kanalisieren... Dafür habe ich doch Avalach. Und du lässt das zu? Glaubst du ernsthaft, dass seine Absichten lauter sind? Okay, das sagen wir, glaube ich, nicht, aber wartet mal. Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue euch nicht. Aber das spielt keine Rolle. Ciri entscheidet. Wissende hegen immer verborgene Pläne. Altruismus gehört einfach nicht zu ihrer Konstitution. Du bist sein Werkzeug, auch wenn du es nicht merkst. Wir sichern dir Wissen und Schutz zu. Aber du bleibst als dein eigener Kapitän am Ruder deines Schiffs. Und im Gegensatz zu Avalach können wir dir das versprechen. Wir erwarten nicht, dass du dich sofort entscheidest. Überdenk, was du gehört hast und wie du dich fühlst. Wir reden, wenn du soweit bist. Wenn das alles ist, dann... Schnappen wir frische Luft. Und? Ich weiß nicht. Ich will eigentlich nicht drüber reden. Ich gehe spazieren. Ich hoffe, sie... Sie schafft das schon. Sie ist zäher, als wir denken. Du solltest Avalach besuchen. Er wollte dich offensichtlich sprechen. So, damit sind wir Level 30 und das bedeutet, dass wir, glaube ich, eine neue Rüstung tragen können. Wartet mal. Wir haben ja in der Nähe, glaube ich, unseren befreundeten Schmied. Der lebt da hinten. Oder er hat zumindest seine Werkstatt dort. Ich weiß gar nicht genau, ob er wirklich da lebt, aber... Ne, doch, der hat hinten dran sein kleines Häuschen, klar. Lebt der da. Laufen wir mal dahin. Und dann schauen wir mal, denn... Für die wilde Jagd, für die Konfrontation, auf die es ja... ohne Zweifel rausläuft, da möchte ich natürlich top-equipped sein. Ihre und Heimatland. So. Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Lass mal schauen. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Wir gucken jetzt einfach mal nach den Schwertern. Oder wir könnten natürlich auch hier überlegene Wolfsschulenrüstung. Das ist ab Level 29 könnten wir die tragen. Überlegene Greifenschulenrüstung. Die tragen wir bereits. Das, was haben wir hier? Überlegene Bärenschule. Jetzt ist natürlich die Frage. Auf was wollen wir letzten Endes gehen? Ich finde die leichte Rüstung eigentlich gar nicht so übel. Man ist einfach mobiler. Die Ausdauer regeneriert schneller. Herstellen werde ich sie am Ende, glaube ich, alle. Aber wir gehören ja schließlich zur Wolfsschule. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal die Wolfsschulenrüstung. Wir fangen mal an mit den Schwertern. Ah, wir können hier anscheinend gar nicht. Ah. Da muss ich mal schauen. Das mache ich dann offscreen, sonst dauert das jetzt am Ende zu lang. Das wäre natürlich doof. Wenn nicht, nehmen wir einfach hier die verbesserten Katzenschulen-Schwerter, wenn es von der Wolfsschule keine geben sollte, was ich aber fast nicht glauben kann. Und dann machen wir uns hier, weil ansonsten habe ich eigentlich alles überlegene Wolfsschulenstiefel und so weiter.
Und dann stelle ich die, glaube ich, bis zum nächsten Mal her. Und gehen wir mal weiter. Wissen wir Bescheid, dass wir auf jeden Fall die Rüstung herstellen können. Ich bleibe dann auch mal direkt hier und werde den Part beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Däumchen, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen Channel und seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir hier zu Avalach gehen. Bis dahin eine gute Zeit, euer Latan.